Ah, super. Option abgeschlossen. Versteck, Schmuggler. Zeit zum Versteck zurück. Zurückkehren. Ich sollte Querberos Habseligkeiten finden. Ach, bei den Schmugglern sind wahrscheinlich seine Habseligkeiten. Okay, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, ich weiß schon. Erstmal warten, dass die Goldharzvision abläuft. Darf ich nicht für sowas wie Ungeduld dann Goldharz verschwenden? Ah, verdammt. Ich jetzt gehofft, da geht noch eins aus, dass ich da den Sprung besser schaffe. Bei dem ist anscheinend nicht so. Ach Mann. Also das Gold hat's auch knapp. Nein, nein, nein. Ich glaube, der Weg ist eher dafür geeignet, dass man über den mit dem trotz Feuers zu Querberus hinkommt. Weniger zum hier rauskommen. So. Aus, auf. Ich würde ja meinen, die Gitter hier müssten noch furchtbar heiß sein. Schütze Querberus. Du musst Querberus um jeden Preis beschützen und zu deinem Versteck bringen. Erkunde die Umgebung und sorge dafür, dass die Luft für ihn rein ist. Geh danach zu ihm und bitte ihn, mit dir mitzukommen. Aha. Querberus. 13 Meter. Ist klar. Wahrscheinlich da wird er als nächstes hingehen. Holla. Den Inquisitor, den würde ich ja noch irgendwie hinkriegen, aber den Ritter? Wie gehe ich mit dem Ritter um? Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als an dem vorbeizuschleichen. Super. Und ich hatte gedacht, ich kann jetzt hier einfach aufräumen und Querberus losschicken. Super. Hat ja toll angefangen. Er macht doch schneller. Versuchen wir es nochmal. Oh, hier wenigstens hoffentlich nicht so viel Goldharz raus für die Klone. Warten, dass ich da das zweite, dritte Feld wieder rauf kann. Hopp. Hier, beim Sprung zu so einem Ding, da kriegt man wenigstens angezeigt, dass man da auch wirklich landen wird. Komisch ist ja, dass unser Styx das nie gemerkt hat, dass er gesteuert wird. Er nennt selber die seine Klone Rakash. Hat sich da aber nie irgendwie Gedanken drum gemacht, dass die Stimme in seinem Kopf ihn auch immer so genannt hat.
So, jetzt machen wir das hier auch etwas vorsichtiger. Aber die Querbrust jetzt da an den dem Ritter und dem Inquisitor. Ach man, schon wieder nicht. Dann dem Ritter und dem Inquisitor vorbeibringen, das wird auch witzig. Okay, jetzt haben wir einen schönen. Aber jetzt auch nicht so das heimliche Ding, wo hier Querbrust rumsitzt, ne? Da kann man schon mal den Verstand verlieren. Aber er ist hier ein alter Mann, der sich kaum erinnern kann, was er heute gefrühstückt hat. Warum muss man den eigentlich gerade noch mit so einer Falle hier wegsperren? Man soll doch meinen, für den reicht eine einfache geschlossene Tür, nicht mal eine abgeschlossene. Vor allem hört er ja auch drauf, wenn er Befehle bekommt. Nicht so, dass er irgendwie... Klar, irgendwo ist er hier gefangen. So, hier. Nein, nicht so. Und jetzt kümmere ich mich um den Armbrustschützen, wenn die beiden hier vorbei... wieder... weggehen? Oh, da vorne ist immer noch weg, gut. Jetzt schnell. Ah, Leiche wegschaffen wird nicht mehr klappen. Na, hoffentlich bleiben die da unten. Ah, da unter den Beichtstuhl gucken oder so ähnlich. Den Inquisitor, den bin ich da auch gar nicht der Meinung, dass ich den jetzt irgendwie entsorgen muss, weil der ja mit dem Ritter zusammenläuft. Die laufen jetzt auch zusammen weiter. Ja. Dann könnte es hier wahrscheinlich jetzt gut klappen. Da läuft Querbrust hin. Wenn ich dann mit ihm rede, dann schicken wir ihn los, wenn die sich wieder umdrehen. Hätte den da wahrscheinlich nicht mal töten müssen. Muss ja eigentlich sowieso alles gehen ohne töten. Ganzes Spiel. Das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass es nicht einfach ist, ohne zu töten durchzukommen, aber dass du alles ohne töten machen kannst. Gibt es ja für jedes Level das Emblem der Gnade. Demnach sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Jetzt einer auf. Warum ist hier eigentlich keine Alarmbereitschaft? Das hat uns einer erwischt bei Querbrust. Und der Typ hat überlebt. Das ist jetzt nicht so, dass man... dass jetzt keiner wüsste, was hier los ist. Der es gesehen hat, der sollte zumindest hier irgendwie Bescheid gegeben haben. Okay. Die patrouillierende Wache haben wir dann. Querbrust auf jeden Fall schon mal darüber. Dann sehen wir uns mal hier um.
Und da vorne den weißen Armbrustschützen. Da hinten haben wir nichts mehr. Ohohoho. Jetzt weiß ich nicht, wann er mich da sieht. She up to. Okay, das sollte gehen. Er bewegt sich nicht so weit, dass er mich sehen können sollte. Geht er dann an? Das Problem löst sich dann gleich von selber. Wenn er sich dann links dreht, ist das Problem erledigt. Ich glaube, ihn da muss ich gar nicht wirklich entsorgen. Wenn er jetzt nicht umfallen hört. Er steht doch schon recht kritisch. Mal schauen, ob das gut geht. Ach du Scheiße. Kommen sie von überall, nicht von da, wo ich sie haben wollte. Da ist jetzt ja jeder gekommen, nur nicht er da. Guckt mir aber zu viel da in die, genau die Richtung, wo Querbrust hockt und langläuft. Na, verdammt. Und nochmal von vorne. Okay, nochmal ganz von vorn. Und da an der Stelle. Ich werde wahrscheinlich ein oder zwei Wurfmesser opfern müssen. Nochmal einen Moment warten, damit der Klon nicht wieder verbrennt. Ja, aber es war für mich so mit das erste Anzeichen dafür. Rückblicken natürlich nur, dass Styx auch nur ein Klon ist, weil er selber von der Stimme genauso genannt wird, wie er seine Klone nennt. So. Um den hier vorne kümmere ich mich jetzt mal gar nicht, weil der guckt ja eh nicht hier in die richtige Richtung. Ah, da fällt ihm gar nicht auf. Das ist es. Ich denke, das Ganze wird dann doch deutlich einfacher. Einfach mit Timing statt sauber aufräumen.
Klar, schicke Querbrust jetzt nicht genau in diesem Moment los. Warum konnte ich den jetzt nicht aus der Deckung heraus töten? Warum nicht? Warum nicht? Ach, und Querbus haben sie jetzt auch noch erschossen, als würden sie den nicht mehr brauchen. Ich denke, das ganze Level ist es tatsächlich einfacher. War es jetzt bis zu dem Moment, wo wir erwischt wurden. Dass es tatsächlich einfacher ist und besser spielbar ist. Wenn man... Nee, den da. Wenn man da wirklich versucht, Querbrust nur in den richtigen Momenten durchzuschicken. Muss mir da dann jeweils die Gegend ein bisschen angucken, wo es vielleicht mal anders ist. Aber im Allgemeinen fahre ich, denke ich, damit besser. Weil wenn ich überlege... Allein hier schon das erste Ding. Was ich hier für einen Aufwand betreiben muss, um die eine Wache auszuschalten. Und dann ist die Wache ja nicht mal irgendwie kritisch hierfür. Sondern nur die anderen beiden, die ich gegen die ich eh nichts machen kann. Ja, der hier wird sicherlich schwierig, der hat sich ja alle naslang umgedreht. Ey, warum läufst du zurück? Weil er hier noch nicht ordentlich gesessen hat und ich schon wieder mit ihm geredet habe. Etwas ungünstig programmierter KI. Hier im richtigen Moment den losschicken. Ja, das haben wir auch gerade gesehen, dass das wunderbar geht. Wenn wir Querbrust im richtigen Moment losschicken, kriegen die da auch alle nichts mit. Muss halt der Moment sein, wenn die Wache hier nicht guckt. Ah, jetzt hört man, wie im Hintergrund ein Frettchen mit einer Papiertüte spielt. Ich glaube, das ist jetzt gerade ungünstig. Warum war ich jetzt... Wie schwer tue ich hier aufzupassen, wann der was macht. Einen kleinen Moment mal gucken. So. Papiertüten. Tolles Spielzeug für ein Frettchen. Schlecht bei der Aufnahme. So. Und jetzt, wenn er sich wieder wegdreht. Jetzt geht er wieder vor. Und wenn er zurückgeht, kann Querbrust los. Dem Typen im Weiß auch nicht mehr aufgefallen. Nein, nein, nein. Bin gar nicht hier. Muss ich verguckt haben. Wahrscheinlich wieder zu viel Goldharz genommen. Querbrust kann ich jetzt losschicken, wenn der getrunken hat. Wenn ich Querbrust nicht im Weg bin. So. Wenn ich jetzt wieder mit ihm rede, geht... Ah, wahrscheinlich wieder, damit er von dem Weißen da nicht gesehen wird. Das sollte jetzt gehen. Ja.
Haarspitze. Ah ne, geht doch nicht so weit, wie ich befürchtet habe. Da unten soll ich hin, um seine Habseligkeiten zu holen. Das überlege ich mir noch, ob ich mir das antue. Wenn der da nicht guckt, dann kann Querberus gehen. Wäre nur schön, wenn er auch mal sich umdrehen würde. Weil ich dachte, er geht jetzt wenigstens an die Fackel ran, um die wieder anzumachen. Genau. Kann ich jetzt dadurch. Genau, hier patrouillierender Ritter. Ah, toll, der starrt jetzt da die erloschene Fackel einfach nur dumm an. Jetzt als recht sein, wenn er die einfach nur anstarrt. Beeindruckend, dass das niemand hört, wenn Querberus läuft. Okay, nochmal von vorne. Super. Ist doch weitergelaufen, als ich gedacht hätte.